Ja, sicher ein Spieler, der uns qualitativ jetzt verstärkt und der natürlich auch da aus der Jugend kommt, deswegen kennt er, glaube ich, den Verein sehr, sehr gut und ist ein super Typ, ein lustiger Junge, der, glaube ich, gut zu uns in die Mannschaft passt und wie schon gesagt, eine Qualität mitbringt, die uns sicher weiterhelfen kann. Ja, wie schon gesagt, sehr, sehr spaßig. Er glaubt, dass er FIFA kann. Was kann man noch zu ihm sagen? Von ihm kann man alles haben. Er ist sehr hilfsbereit und wie schon gesagt, er ist mein bester Freund. Von dem her kann ich nichts Negatives über ihn sagen, aber bin davon überzeugt, dass er sehr, sehr gut in unsere Truppen einpasst, einfach von seinem ganzen Charakter her. Ja, wir haben ja vor der Saison eigentlich ausgemacht, wie jedes Jahr. Wir haben mehr Scorerpunkte gemacht. Der hat ein Essen gewonnen vom anderen und diesbezüglich kennen wir uns jetzt auch mit einer Mannschaft sein. Wäre sehr zufrieden, wenn es unentschieden ausgeht, wenn er mal ein paar auflegt oder ich. Aber ja, er soll einfach so weitermachen wie bisher bei der Admira und dann wird das für uns alle Offensivspieler sehr angenehm sein, dass er bei uns ist. Normalerweise begrüßen wir an dieser Stelle im Zwei-Wochen-Rhythmus zur Serie Sturm ganz privat. Aufgrund des jüngsten Neuzugangs haben wir uns aber entschlossen, Thorsten Schick näher vorzustellen. Thorsten, du bist seit gestern bei uns. Wie ist der Kontakt zu Sturm Graz eigentlich entstanden? Der Kontakt ist jetzt, glaube ich, schon über ein paar Monate. Mir hat mein Management einmal informiert, dass Sturm Graz an mir Interesse hat. Das war, glaube ich, im Winter oder im Jänner in der Transferperiode. Da hat es leider zu keinem Transfer geklappt und umso mehr freut es mich natürlich, dass der Transfer jetzt über die Bühne gegangen ist. Du hast gerade eben dein erstes Training bestritten. Wen kennst du noch aus deiner Zeit, alte Bekannte von früher, bevor du zu Gradkorn gewechselt bist? Ja, schon mit dem Christian Klemm habe ich noch bei den Amateuren zusammengespielt, mit dem Daniel Beichler auch. Also ich kenne auch so privat einige Sturmspieler schon, deswegen ist mir der Einstand in die Mannschaft relativ leicht gefallen. Daniel Beichler ist auch dein bester Freund. Wir haben ihn auch befragt zu dir. Ich meine, du bist ein sehr spaßiger Typ. Was kannst du über Daniel Beichler sagen? Ja, der Daniel ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir, wenn nicht sogar mein bester Freund. Ich kann einfach mit ihm über alles reden. Er ist wirklich eine Bezugsperson für mich und wir haben einfach immer Spaß zusammen. Aber wenn ernste Themen zu besprechen sind, ist da auch kein Problem. Der Daniel weiß, wie ich tick, ich weiß, wie der Daniel tickt und ich hoffe, dass wir das auf dem Platz auch so rüberbringen können. Kommen wir auch gleich zum Platz. Du bist eigentlich auf der rechten Außenbahn positioniert, deine Stammposition, hast aber auch schon auf der linken Seite Erfahrung gesammelt, auch gerade vorhin beim Training. Wie viel Erfahrung konntest du auf dieser Position schon sammeln, auf der linken Seite? Ja, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre bei der Admira ein Positionsspiel eigentlich in der Offensive gehabt, wo wir viel wechseln haben können. Das heißt, ich war jetzt nicht Standard B auf einer Seite. Das heißt, wir haben oft rechts und links gewechselt. Für mich macht es nicht viel Unterschied, eigentlich auf welcher Seite ich agiere. Das Spiel ist einfach ein bisschen anders, du musst einfach ein bisschen umstellen, aber ich hoffe, dass ich meine Qualitäten auf beide Seiten einfach einsetzen kann. Du bezeichnest dich selbst als beidbeinig bzw. transfermarkt.at. Gibt uns diese Information. Was ist deine Lieblingsposition, links oder rechts? Ja, beidbeinig, wenn Transfermarkt das sagt, ist das nett, aber ja, mein Linker ist jetzt nicht schlecht, also ich kann mit ihm umgehen. Also ich habe da auch schon mit links und mit rechts geschossen natürlich. Fühle mich auf der rechten Seite schon wohler, weil es einfach meine Stammposition ist, die was ich jetzt schon seit Jahren spiele. Aber wie gesagt, wenn der Trainer glaubt, dass ich der Mannschaft links am meisten weiterhelfen kann, dann werde ich es natürlich links probieren. Du bist über die Stationen Gradkorn und Altach und die Admira zu Sturm Graz gekommen. Bei der Admira eine relativ oder sehr erfolgreiche Zeit erlebt, mit 13 Toren auch, Europacup gespielt mit der Admira. Ich habe in einem Interview gelesen, du hast einen Karriereplan, den du aber geheim halten möchtest. Ist der bis jetzt aufgegangen? Ja, kann man schon so sagen. Also es war einfach jetzt, ich habe mich einfach bereit gefühlt für den nächsten Schritt und ich glaube einfach oder ich bin davon überzeugt, dass
dass da in dem Club einfach was Großes im Entstehen ist. Deswegen habe ich mich zu dem Schritt entschlossen. Ja, ich bin sehr dankbar, dass der Verein mir das ermöglicht hat, Admira Wacker. Aber natürlich bin ich natürlich auch sehr froh, dass der Sturm Graz mich verpflichtet hat. Sie haben auch Geld in die Hand genommen. Das ist für mich ein Vertrauensbeweis und ich hoffe, dass ich das Vertrauen zurückgeben kann. Ich glaube, es ist nicht angebracht, über weitere Karrierestationen zu sprechen am zweiten Tag bei einem neuen Verein. Aber was planst du mit Sturm Graz in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht? Auf alle Fälle möchte ich mich einfach mal als Stammspieler da deklarieren und beweisen, möchte meine Leistungen bringen, dass wir erfolgreich sind. Und am Ende vom Jahr muss einfach am Europacup Startplatz herausschauen oder die Qualifikation zumindest dafür. Das ist einfach Sturm Graz, das ist ein großer Club, der gehört ins internationale Geschäft, das ist eine große Stadt, denn die Fans, die wollen das sehen und ich werde alles dafür geben, dass wir das gemeinsam erreichen können. An dieser Stelle schauen wir normalerweise immer in das Privatleben von unseren Spielern. Wie tickst du privat? Was machst du? Wie kannst du abschalten vom Fußball? Also ja, jetzt erstens mal bin ich sehr froh natürlich, dass ich zu Hause in Graz bin. Das heißt, das Abschalten wird mir jetzt leichter fallen, vielleicht wie vorher, weil einfach meine ganze Familie und meine Freunde da in der näheren Umgebung sind. Ja, abschalten tue ich einfach ganz normal wie jeder andere auch. Also ein ruhiges Plätzchen suchen, am besten zu Hause bei der Familie. Und ja, da kann man in Graz einiges machen. Dani Beichler hat gesagt, ihr habt ein Privatduell am Laufen eigentlich. Wir haben ja Scorerpunkte erreicht. Liegst du da im Soll? Ja, wir haben das vor der Saison beschlossen. Er Sturm, ich admire noch, aber ja, wir haben glaube ich beide jetzt ein Tor geschossen. Natürlich hoffe ich, dass ich diese Wette gewinne am Ende vom Jahr. Und am besten wäre es natürlich, wenn wir beide viele Scorerpunkte machen, weil dann ist die Mannschaft sicher auch erfolgreich. Er hat sich unentschieden gewünscht übrigens. Ja, im Wetteinsatz verrate ich jetzt nicht, weil da wird unentschieden, ja, wird sich nicht viel bringen, aber ich hoffe natürlich, dass wir einfach beide für Scorerpunkte machen und dass wir so der Mannschaft helfen beide. Jetzt kommt der WRC nach Graz, keine leichte Aufgabe, eine Siegesserie von 5 Siegen. Erster Verfolger von Salzburg, wenn man das so nennen darf. Was erwartest du dir da? Ja, ich habe ja schon in der ersten Runde mit Admira Wacker gegen WRC gespielt. Es ist schon, man steht nicht zu Unrecht da vorne, wenn man 15 Punkte hat, aber ich glaube, wenn wir unser Spiel denen aufdrücken können, ist da sicher vor eigenem Publikum was möglich. Wir müssen einfach das Momentum auf unsere Seite bringen. Natürlich haben sie jetzt einen Lauf und einen Lauf zu stoppen ist immer was Schönes und hoffentlich schaffen wir das am Samstag. Dann wünsche ich noch 2 erfolgreiche Trainingstage bis zum Samstag und alles Gute für den Samstag. Danke. Alles Gute für den Stuhl.